Herzlich willkommen zu meinem dritten Video über das VHS-2-Gewehr aus Kroatien. Heute soll es aber nicht schwerpunktmäßig um das Gewehr gehen, sondern um das Reinigungsgerät dazu. Dem VHS-2-Gewehr liegt ein Reinigungsgerät dabei, eigentlich ein durchaus recht anständiges. Und das finde ich doch gar nicht schlecht, wenn der Hersteller gleich allen Waffen was Entsprechendes beilegt. Und Reinigungsgeräte sind das wichtigste Zubehör überhaupt für Waffen. Ich halte es da durchaus für geboten, sich das anzuschauen. Ich war tatsächlich, bevor ich das Gewehr hatte, war ich sehr gespannt, was da genau drin ist. Auch wenn es die meisten anderen stinklangweilig finden, ich tue das nicht. Die meisten haben einfach irgendwelche Reinigungsschlangen, so Ripcords. Und reinigen damit ihre Waffe. Mache ich auch. Gar keine Frage. Mache ich auch. Es gibt kaum was Besseres und Praktischeres. Hier ist eine Bürste drin. Eine Metallbürste ist hier eingearbeitet. Und vorne ist ein Gewicht. Das lässt man durch den Lauf durch und das macht das. Funktioniert hervorragend. Das ist eine etwas andere Konstruktion. Die ist von Otis. Da ist ein Gummischlauch innen drin. Kein Schlauch, sondern ist einfach ein Gummikern. Und es hat kein Metall verarbeitet. Ich denke eigentlich, dass die ein bisschen besser sind. Aber ich komme auch noch drauf, das sind die Otis-Reinigungsgeräte und die sind für mich das Beste überhaupt, was es am Markt gibt. Mein Fokus nicht mit. Gut, schauen wir mal rein in die gute Tasche. Die Tasche ist natürlich eine Kopie von den amerikanischen, wo die M16-Reinigungsgeräte drin waren. Und ich hole jetzt mal alles raus, was hier drin ist. Da ist eine, wie nennt man es, Sicherheitsfahne oder so. Drei etwas seltsame Reinigungstücher. Eine Patronenlagerbürste. Hervorragend. Waffenöl. Made in Germany. Steht aber leider nicht drauf, welche Firma. Hier ist eine Adresse aus Italien angegeben. Sie irritiert mich etwas. Italien und Made in Germany. Es macht aber einen wirklich guten Eindruck. Also es macht genau den Eindruck, wie so diese meisten militärischen Waffenöle. Also ich gehe davon aus, dass das wirklich was Hochwertiges ist. Und wenn ich hochwertig sag und militärisch, dann betrifft es oft nicht solche Sachen wie die Reinigungswirkung, sondern dass sie zum Beispiel extremen Temperaturen standhalten. Man kann ein tolles Waffenöl haben, aber das heißt militärisch gar nichts, wenn sich es auch in der Wüste bewähren muss oder in der Arktis. So, es sind zwei Taschen, oben eine kleinere und unten eine etwas größere. Und in der oberen ist der Putzstock drin. Putzstöcke finde ich ganz furchtbar. Putzstöcke sind... Die Putzstöcke braucht man für die Patronenlagerbürste. Steht völlig außer Frage. Damit geht man dann hinten in den Systemkasten rein und reinigt das Patronenlager. Gerade der Bereich der Verriegelungswarzen ist etwas aufwendig zu reinigen. Aber um das Gewehr zu putzen, ich erkläre euch gleich warum, ich mache den jetzt mal hier nur verkürzt drauf. Man muss ganz arg aufpassen, ob man, was man da reinmacht. Für Dochte oder für Patches. Hier, das funktioniert. Das sind einfach so Stoffstücke, passend zurechtgeschnitten. Die macht man da rein. Und wenn man das in die falsche Richtung macht, dann verklemmen die sich. Und zwar ganz schlimm. Deswegen sollte man die immer einführen. Von der Mündung nach hinten, hinten am Systemkasten das reinmachen und dann durchziehen. Und dann hat man hier immer denselben Durchmesser dieser Patches. Und dann hat man keine Probleme mit dem Durchmesser davon, dass die am Stecken bleiben. Die können nämlich ganz übel stecken bleiben. Dochte kann man da natürlich auch reinmachen. Das Problem ist, bei Putzstöcken, man schiebt es rein, macht es drauf, zieht es durch. Und dann muss man es aber wieder rausmachen. Und wenn man eine Bürste drauf hat, muss man die mit jedem Mal durchziehen, muss man die durchziehen, abschrauben. Dann steckt man den wieder rein,
schraubt es wieder drauf und zieht es wieder durch. Wenn man das hin und her macht, sind die Borsten ratzefatze kaputt. So, und mit jedem Mal durchziehen, das Abschrauben und wieder draufschrauben, ist ganz schlimm. Putzstöcke sind total veraltet und es gibt keinen Grund, einen Putzstock zu verwenden. Es werden jetzt ein paar sagen, das ist zur Präzision besser, aber nein, das sehe ich anders. Egal, ob man so einen Ripcord hat, ein Otis-Putzzeug oder das, da komme ich noch zu. Das ist, die findet man bei Igern derzeit. Das ist vom spanischen ZME-L-Sturmgewehr. Das ist auch ein Stahlseil. Und die Otis-Reinigungsgeräte, die sind, haben kunststoffummantelte Seile. Richtig toll. Und dann wird der Lauf nicht mit irgendwas belastet, was aus Stahl ist. Und ihr seht, das ist nicht magnetisch. Die Anschlüsse sind auch kein Stahl. Man putzt seine Waffe nicht kaputt. Das ist ein Mythos. Auch beim Militär werden die Waffen nicht kaputt geputzt. Das ist totaler Schmarrn. Aber aus prinzipiellen Gesichtspunkten will ich nicht mit einem Stahlstock in meinem Laufraum vorwerken. Also, nein. Es wäre nicht meine erste Wahl. Wenn ich nichts anderes hätte, wäre es in Ordnung. Aber ansonsten, die Schweizer Armee zum Beispiel, die hat auch einen Putzstock, aber da sind die Anschlüsse ummantelt mit einem weicheren Metall, mit Bronze oder was weiß ich, was es ist, Messing, dass der Stahlputzstock nicht an den Zügen lang schrammt. Und sogar der Dochthalter, sogar der ist aus Stahl. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, finde ich nicht gut. Hier noch eine Kleinigkeit. Hier ist eine scharfe Kante. Ich habe die Waffe probehalber damit geputzt und hier kann man sich ganz übel die Finger einklemmen. Ganz übel, weil das hier so eine richtige Schneidwirkung hat. Also ihr merkt schon, von dem Putzstock halte ich gar nichts. Es ist hier dieses kleine Werkzeug dabei. Ich habe nachgelesen in der Anleitung, steht wirklich drin, wofür das ist. Das soll ein Carbon Scraper sein, um die Schmauchablagerungen vorne an der Gasentnahme rauszukratzen. Ist aus Stahl. Ich kratze doch nicht mit einem Stahlstift, mit einem scharfen Stahlschraubenzieher, das ist wie ein Schraubenzieher vorne geformt, an meiner Gasentnahme rum. Bin doch nicht verrückt. Natürlich macht es die kaputt auf Dauer. Und jetzt schauen wir mal, was meine sehr geschätzte Firma Otis hier hat. Das ist der Carbon Scraper von Otis. Der ist aus Bronze. Ist extra aus Bronze. Ja, ja, was gibt es dazu zu sagen? Diese dubiosen Stofftücher, die sind wohl dafür da, dass man die unter den Putzstock hält, wenn man rauszieht, dass einem nicht das ganze schmutzige Öl in der Gegend rumfliegt, weil zum durch den Lauf ziehen sind die nicht geeignet. Man könnte sie zerschneiden in Streifen, dann wird es gehen. Dazu sage ich gleich noch was. Das ist das Reinigungsgerät der niederländischen Armee. Es ist leider nicht ganz vollständig. Da ist zum Beispiel das Glock-Werkzeug dabei. Das ist zum Zerlegen der Glock braucht man nicht wirklich. Ein Mündungsfeuerdämpfer. Leider, leider ist der Mündungsfeuerdämpfer vom VHS etwas anders geformt und der passt nicht drauf. Hätte ich gerne ausprobiert, damit Manövermunition zu verschießen. Passt leider nicht, aber naja, nicht schlimm. BFA heißt Blank Firing Adapter. Auf Deutsch Manöverpatronengerät. Genau, das wollte ich euch gerade zeigen noch. Also der Dochthalter ist aus Stahl beim VHS-Reinigungsgerät und hier bei der niederländischen Armee.
Muss ich den Magneten gar nicht dran halten. Sieht man schon, ist kein Stahl, ist auch Bronze. Oder eine etwas andere Legierung. Ja, da haben sie wirklich nicht mitgedacht. Hier ist noch ein Pinsel drin für die Optik. Die niederländische Armee hat dieses Colt, wie heißt es denn? Das ist eine M16-Variante aus Kanada. Colt, nicht L7, aber so ähnlich. Die haben eine Optik drauf. Und auch Patronenlagerbürste und Laufbürste, ein Ölpinsel. Das werden sie als Carbon Scraper haben, vermutlich, dieses Holzende. Und das ist kein Deckel für die Ölflasche. Das ist das, was ich meinte. Dieses Öl wirkt ganz genauso wie das. Ich denke, das ist ein NATO-Standard. Es gibt auch eine NATO-Norm für Waffenöl. Kenne ich aber nicht genau. Genau. Das sind wir wieder beim Thema. Weiße Jahrgänge kennen es nicht. Wie auch die Funktionsüberprüfung bei Waffen. Ein super wichtiges Werkzeug, das ist eine Mündungskappe. Die findet ihr auch oft bei den G3-Reinigungsgeräten oder beim G3-Riemen findet ihr die oft, wenn ihr die gebraucht kauft. Eine super Sache, wenn man draußen auf der Jagd unterwegs ist. Kann ich sehr empfehlen, dass sich jeder danach umschaut. Genau, und der war beim niederländischen Reinigungsgerät dabei. Ja, was zeige ich euch hier noch? Ich habe auf dem Blog mal was dazu geschrieben. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, dass israelische Soldaten im Schießtraining zum Beispiel die Pistole durchladen, bevor sie schießen. Die haben fast alle ihre Waffen unterladen. Und wenn die Wehrpflichtigen Eisenbahn fahren, Eisenbahn gibt es nicht so viel in Israel, wenn sie Bus fahren, haben sie immer so eine Fahne hier drin. Und das ist dafür da, dass jeder Reisende sofort sieht, dass die Waffen entladen ist. Das ist auch ein Punkt. Und auch jeder Vorgesetzte, dass sofort für jeden sichtbar ist, dass die Waffen entladen sind, also unterladen. Die nehmen ja nicht nur ihr Gewehr mit nach Hause, die israelischen Wehrpflichtigen, sondern die sind ja vollgeladen. Aber die sind ja nicht doof. Die haben gelernt, wenn die Waffen fertig geladen sind, kommt es zu viel Schussunfällen und deswegen haben die die Waffen immer unterladen. Ich habe mir hier einen kleinen Ring dran gemacht. Das ist eine andere Sicherheitsfahne. Die Israelis haben hier einen Gummiband dran, hinten am Gewehr befestigt, das ist hier drin. Und wenn sie durchladen, fliegt die automatisch raus. Also sie müssen nicht die Fahne rausnehmen, sondern sie müssen nur durchladen und die fliegt automatisch raus. Finde ich sehr interessant. Und das zeugt von praktischer Erfahrung. Viele fragen sich ja, was soll denn das? Ist doch Schwachsinn, die Waffen alle zu unterladen. Die Glock unterladen mit sich rumzutragen, zu führen, bei so Sicherheitsgefahren. Nein, eben nicht, weil die Gefahr von Schussunfällen viel größer ist, wie die Gefahr, dass man es braucht. Finde ich sehr interessant, kann ich nicht oft genug wiederholen. Nachdem ich euch jetzt erklärt habe, warum ich das VHS-Reinigungsgerät für relativ schlecht halte, zeige ich euch noch das Otis-Reinigungsgerät. Da gibt es ganz viele von am Markt. Hier ist auch ein zerlegbarer Putzstock, der ist aber nur so kurz, dass er für die Patronenlagerbürste reicht. Hier ist jetzt keine da in dem Scharfschützen-Set. Das ist für drei Kaliber, steht ein 2 drauf, aber es ist auch eine 9 mm Bürste für Pistolen dabei und eine Patronenlagerbürste. Die kommt hier drauf, dann ist hier hinten auch ein Querstift, dass man so greifen kann. Sehr gute Sache. Und die Halter für die Reinigungsdochte, die sind auch nicht aus Stahl. Selbst wenn die schwarz sind, sind die nicht magnetisch, dass die dem Lauf nichts machen. Ja, da mag ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. Die werden ja ganz speziell eingefädelt, ist ein super System und dann kann man das ein Loch weiter rotieren, noch ein Loch weiter rotieren und dann umdrehen. Die kann man insgesamt 6-mal dreckig machen, ein so ein Patch. Das ist richtig toll. Und wie ich schon sagte, Kunststoff ummantelt und hier Bronzeanschlüsse. Und der große, große Vorteil,
Wer viel schießt mit 223, weiß das. Das hinterlässt richtig Dreck. Da muss man mit den Metallbürsten richtig dran und das 20 Mal durchziehen. Und da muss man die Bürste nicht abschrauben. Wer sowas einmal verwendet hat, im Vergleich zu so einem dämlichen, veralteten Putzstock, der wird keinen Putzstock mehr nehmen. Auch die Kette von der Bundeswehr, das ist ein einwandfreies System und die Kette von der Bundeswehr ist viel besser als diese Stöcke. In den Griff vom VHS passt meine Reinigungsschnur nicht rein, die hier. Aber was reinpasst, ist das meiste von diesem Reinigungsgerät hier vom ZML. Die kriegt man gerade nachgeworfen für wenige Euro. Nee, das ist nicht ummantelt, aber trotzdem in Ordnung. Dieses Stahlseil passt rein, aber wie ihr seht, auch hier ist der Dochthalter nicht aus Stahl. Und Wollwischer finde ich total nutzlos, braucht kein Mensch. Den zum Saubermachen, also den zum Dreck lösen, dann den Docht zum Saubermachen und die Plastikbürste zum Einölen. Und was ist drin? Eine Patronenlagerbürste im Settenreinigungsgerät. Aber dieser Halter für die Patronenlagerbürste, damit geht man dann seitlich ins Auswurffenster rein, der passt nicht in den Griff. Und was auch nicht drin ist, ist eine Ölflasche. Eine Ölflasche fehlt da eigentlich auch noch. Finde ich trotzdem eine sehr interessante Option für das Gewehr. Ich weiß noch nicht, ob ich es reinmache. Wird sich zeigen. Und dann nutze ich noch die Gelegenheit, euch den Lenz Pen zu zeigen. Das ist ein Markenname, Lenz Pen. Und der war bei einem meiner Tritchikon-Zielfernrohre dabei. Ihr wisst wahrscheinlich, Tritchikon halte ich für die besten Zielfernrohre überhaupt. Ist eine Bürste, um den Staub abzubürsten. Ist unersetzlich, wenn man in irgendeinem Land ist, wo viel Sand ist, dass man die Optik nicht verkratzt. Und hier ist so eine seltsame Fläche und die macht Fingerabdrücke von der Optik weg. Super Sache. Kann ich jedem empfehlen, der draußen unterwegs ist. Jedem Jäger und so weiter. Ein Dochthalter und ein Carbon Scraper aus Stahl fällt mir nicht viel zu ein. Liebe Firma HS, ihr habt so ein tolles Gewehr. Macht doch ein gescheites Reinigungsgerät dazu. Ja, ich hoffe, das war interessant. Die meisten wird es nicht interessieren. Ist mir egal. Mir geht es nicht um Klicks. Ich wünsche euch nur das Beste. Macht's gut. Ciao.